أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم أما بعد. Die Frage heute: Wie lange dauert die Periode einer Frau an? Ab wann weiß sie, dass sie wieder rein ist? Und dies ist natürlich eine sehr wichtige Frage für die Frauen, dass sie die Länge ihrer Periode bestimmen können. Denn es ist verboten für die Frau, während ihrer Periode unter anderem auch zu beten. Imam An-Nawawi rahimullah ta'ala sagt in Majmu' al-Fatawa: Ajma'at al-Ummah ala annahu yahrum ala al-ha'idi as-salah. Die muslimischen Gelehrten haben darüber übereingestimmt. Es gibt einen Konsens aller muslimischen Gelehrten in dieser Umma, dass es verboten ist, für eine Menstruierende das Gebet zu verrichten. Das Gebet hier natürlich sowohl das Pflichtgebet als auch das freiwillige Gebet. Wie lange dauert die Periode an? Es gab Gelehrte, die versucht haben, das zeitlich zu bestimmen. Die hanbalitische Rechtsschule von Ahmad ibn Hanbal, rahimullah ta'ala, sie haben eine maximale Dauer von 15 Tagen angesetzt. Sie sagen, alles, was darüber hinaus ist, ist nicht mehr die Periode, sondern dieses ist beschränkt bis 15 Tage, wie Ibn Qudama rahimullah ta'ala in Al-Mughni diese Ansicht festgehalten hat. Und sie ist nicht nur die Ansicht von Imam Ahmad rahimullah ta'ala, sondern von anderen Gelehrten. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala sagt: ومن ذلك اسم الحيض علق الله به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة ولم يقدر لا أقله ولا أكثره ولا الطهر بين الحيضتين مع عموم بلوى الأمة بذلك واحتياجهم إليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أزعت بتسكليش دع من سواتون إن مجموعة Al-Fatawa, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Anzahl von Regeln bestimmt im Koran und in der Sunna, aber er nannte uns keine Mindestdauer oder eine maximale Dauer der Menstruation oder er nannte uns keine Reinheitsphase, die eine bestimmte Anzahl von Tagen hat zwischen zwei Menstruationsphasen. Dieses wurde im Koran und in der Sunna nicht mit Tagen definiert. Und er sagt weiter, rahimullah ta'ala, والعلماء منهم من يحد أكثر وأقل ثم يختلفون في التحديد. Und unter den Gelehrten gab es welche, sie haben eine Anzahl bestimmt für die maximale Dauer und auch für die Mindestdauer. Und sie haben unterschiedliche Aussagen bezüglich der Länge. ومنهم من يحد أكثر دون أقل والقول الثالث أصح. Und manche haben eine maximale Dauer der Periode definiert, ohne aber die Mindestdauer zu bestimmen. والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره. Und die dritte Ansicht ist die korrekte Ansicht, dass weder ein Minimum noch ein Maximum an Tagen für die Länge der Periode bestimmt werden kann. Die Frauen, die manchmal nicht genau wissen, wann ihre Periode beendet ist, so sollen sie erstmal eine Vorsichtsmaßnahme treffen. So heißt es in der Überlieferung von Aisha radiallahu anha wa ardaha. Und diese Überlieferung ist im Anhang vom Sahih al-Bukhari, dass Aisha radiallahu anha zu den Frauen sagte: La ta'jalna hatta tarayna al-qassa al-bayda. Beeilt euch nicht damit, die Monatsperiode als beendet zu sehen, bis ihr den weißen Ausfluss seht. Und dieser weiße Ausfluss, der ist ein Indikator dafür, dass die Monatsperiode beendet ist. Eine ähnliche Aussage gibt es auch von Ibn Abbas radiallahu anhu wa arda. Manchmal tritt bei der Frau folgendes Ereignis auf, dass ihre Periode nicht im regelmäßigen Zustand kommt und dann muss sie auch wissen, ob das jetzt
Periodenblut ist oder ob das anderes Blut ist, was Al-Istihada genannt wird, sprich die Schmierblutung. Und hier gibt es eine Überlieferung, die ist bei Abu Dawud und An-Nasa'i verzeichnet und Al-Dhahabi rahimullah ta'ala sagt in At-Talkhis, diese Überlieferung entspricht den Bedingungen von Imam Muslim ibn Hibban und Al-Hakim haben sie ebenfalls als authentisch gezeichnet. An Fatima bint Abi Hubeish, von Fatima, der Tochter von Abu Hubeish, annaha kanat tustahad, sie hatte die Istihada, sprich die Schmierblutung. Faqala laha an-Nabi, so sagte zu ihr der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idha kana damul haydati فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. Wenn es das Menstruationsblut ist, so ist dieses dunkelrot und bekannt. So verrichte nicht das Gebet in der Zeit, weil natürlich das Gebet in der Zeit verboten ist zu verrichten. Aber wenn es das andere Blut ist, sprich das helle Blut, welches nicht dunkelrot ist, so vollziehe die Gebetswaschung und bete, denn dieses kommt von einer Ader. Das bedeutet, die Frau kann das bestimmen durch diese charakteristische Eigenschaft, dass das Menstruationsblut dunkelrot ist und das dunkelrote Blut zieht andere Eigenschaften mit sich, wie dass es klumpig ist, bedeutet nicht fein und dass dieses einen unverwechselbaren, strengen Geruch hat, was nicht bei der Schmierblutung der Fall ist, denn dieses Blut hat nicht diesen strengen Geruch und so kann die Frau dieses ausfindig machen. Es gibt keine Mindestzahl oder eine maximale Zahl für ihre Periode. Hat sie manchmal Blutungen, die außerhalb ihrer Regelblutung sind? Und normalerweise ist die Regelblutung bekannt, wie viele Tage sie dauert. Die Frau weiß dieses am besten. Wenn sie aber unregelmäßige Blutung hat, dann muss sie gucken, ob dieses überhaupt Menstruationsblut ist oder nicht. Und sie kann das entscheiden dadurch, dass dieses Blut, das Menstruationsblut, dunkelrot, klumpig und einen strengen Geruch hat, was bei dem anderen Blut Arten nicht der Fall ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.